So, meine Freunde, was geht ab? Und herzlich willkommen. Ich begrüße euch heute zu diesem... Denn letztens kamen wieder so viele Fragen reingeflattert. Ah, na Junge. Wieso denke ich eigentlich immer, dass ihr so eine Scheiße lustig findet? Jetzt mal ohne Spaß. Alles klar. Alter, wie haltet ihr das denn eigentlich jedes Mal mit mir aus, wenn ich hier so eine Scheiße hochlade, jetzt mal ernsthaft? Leute, ursprünglich war es eigentlich geplant, dass ich das Frage- und Antwort-Video in Madrid aufnehme, aber dort war einfach so ein scheiß Wind und naja, ich kann es einfach nicht verantworten, dass vielleicht der ein oder andere Ohrenkrebs durch mich bekommt, von daher nehme ich das Ganze entspannt bei mir zu Hause auf. Let's go! Wann hast du deinen Eltern erzählt, dass du YouTube machst? Wie haben sie darüber gedacht? Hast du es überhaupt gesagt? Ja, meine Eltern wissen, dass ich YouTube-Videos mache. Allerdings nicht von mir, das muss ich wahrscheinlich irgendwie rumgesprochen haben, keine Ahnung. Wie die meine Videos finden, kann ich euch gar nicht so genau sagen. Also das Feedback, was ich bis jetzt so mitbekommen habe, soll gar nicht mal so schlecht gewesen sein. Ich kann euch auch gar nicht genau sagen, wie oft meine Eltern diese Videos schauen, aber ich muss einfach dazu sagen, dass ich das nicht so cool finde, wenn die meine Videos gucken. Auch wenn ich die selbst gar nicht so scheiße finde, ist einfach eine unangenehme Situation. Wie machst du das mit der Arbeit, wenn du am Mittwoch einfach mal so nach Madrid fährst? Ich nehme Urlaub. Wer ist dein Lieblingsfußballspieler? Boah. Also wenn ich mich echt für einen entscheiden müsste, wäre das, glaube ich, Thomas Müller. Denn das ist so ein Spieler, der fällt zwar oft nicht so richtig auf, aber der spielt mega gut. Und wenn man den braucht, ist der auf jeden Fall da. Dann ist er auch noch mega vereinstreu, bodenständig. Und der kommt einen einfach mega sympathisch rüber. Der bringt auch mal einen lockeren Spruch. Und das feiere ich so an den. Und ich denke, es gibt auch wenige Spieler, die so drauf sind wie der, von daher würde ich schon sagen, dass das mein Lieblingsspieler ist. Wobei ich sagen muss, es fällt mir wirklich nicht leicht, mich auf einen Spieler festzulegen, denn es gibt so viele Spieler, die ich einfach krass finde. Ich meine, guckt euch mal einen Eden Hazard an, einen Ronaldo, einen Lewandowski, Bayern-Spieler allgemein, da gibt es so viele, die ich einfach krass finde. Boateng, Vidal, Alter. Deswegen fällt es mir echt nicht leicht, mich hier auf irgendeinen Spieler festzulegen. Was war dein peinlichstes Erlebnis? Grüße gehen raus. Ach du Scheiße, Leute, ihr wollt echt mein peinlichstes Erlebnis wissen? Oh Mann. Da könnte ich locker eine Real-Life-Story draus machen. Also, wenn ihr da drauf Bock habt, dann schreibt einfach mal Hashtag Ninja in die Kommentare, dann weiß ich auf jeden Fall Bescheid. Darf ich das Video beenden? Nö. Hast du eine Freundin? Wenn nein, eine in Aussicht? Also im Moment nicht, aber vor kurzem war ich erst in einer Beziehung und da habe ich einfach gemerkt, dass ich noch überhaupt keinen Bock auf eine Beziehung habe. Und Leute, das war's dann auch schon wieder mit dem Video für heute. Ist der Daumen oben? Wird man dich loben? Denkt dran, Hashtag Ninja in die Kommentare spam, falls ihr Bock habt auf die Real-Life-Story zu meinem peinlichsten Erlebnis. Oh mein Gott, das war so behindert. Und falls ihr noch weitere Fragen an mich habt, schreibt die unten in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall freuen. Ohne Scheiß. Beim letzten Mal kamen so viele Fragen reingeflattert. Das hat mich so gefreut. Danke an jeden Einzelnen, der eine Frage gestellt hat. Auch wenn jetzt nicht jede Frage in dieses Video mit reingenommen wurde. Das tut mir auf jeden Fall leid. Seid mir da bitte nicht böse. Aber ich habe jetzt nur Fragen rausgesucht, wo ich mir dachte, okay, das könnte die meisten interessieren. Von daher ist auf jeden Fall alles cool. Und ja, Leute, checkt Facebook, Insta ab. Unten in der Videobeschreibung zu finden, würde mich auf jeden Fall freuen. Denn dort poste ich auch immer mal so sinnlosen Trash. Und wenn Videos online kommen von mir, dies, das. Also, seid auf jeden Fall am Start, würde mich freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!